Herzlich willkommen zu einer Folge von D2D. Wir haben gerade Besuch. Ich wollte gerade anfangen, mir unten ein bisschen Grünzeug zu pflanzen, heißt Bäume. Und jetzt kommen hier sogar Krankenschwestern. Ich bin noch gar nicht krank. Normalerweise unpassend, ne? Was machst du dir im Haus beschaffen? Du stehst doch. Ja, dann muss ich direkt rausgehen, ne? Und hier muss ich aufpassen. Also das war eine Schreierin, das heißt, es kommt noch mehr. Das heißt, schnell zumachen und eine Höhe gehen. Und hier schon mal einen wegnehmen, damit die im Fall des Falles nicht hochkommen. Auch nicht so weit. Nö. Ungebetene Gäste hier. Ich war auch nicht so weit, ich wollte auch noch einen Graben bauen. So, hier haben wir noch ein falles Maschinengewehr. So, haben wir es bestanden? Nee. Wenn nur eine ist, mache ich gleich alle. Mir alles kaputt hier. Hier sieht man leider nicht so viel. So. Zeig mal was. Warum Schreck? Mal kurz entsetzen und wir können wieder hoch. Mit.
Tür reparieren. Genau. Hier nochmal schauen. 22 Uhr wird ja schlechter, sind sie schnell. Ich habe hier ein bisschen Überraschung. Die Dinger müssten sie ein paar erledigen können. Und ein paar. So, mal gleich auswerten. Das heißt, unser Clownhammer. Besten gestalten. Ich möchte hier eine zweite Reihe haben. Damit die uns hier noch nicht mehr rennen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte hier draußen 1, 2, 3 Felder aufbauen und dann graben. Feld rein und hier müssen wir durchgehen können. Oh, ist gerade. So. Wir müssen ein bisschen sparen. Haben nicht so viel. Dass wir hier nochmal absichern. Also hier 1, 2, 3. Dann kommt Graben 2. Hier so etwa. Hier eine Reihe hinsetzen. Dann machen wir mindestens 2 Stück davon. Natürlich müssen wir immer sehen, dass wir nach und nach das herrichten. So. Hier haben wir auch 1, 2, 3. Ab hier kommt Kram. Kram. Drehen wir um. So. 3 Kram und sagen wir ab hier. Lieber nach da. Lieber kann man ja später noch einer zumachen. So, so in etwa. Da kommt hier ein Graben hin. Da kommen die Stacheldinger weg. 3 Dinger bleiben. Graben. Hier müsste man ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht selber verletze. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Später müssen wir hier nicht mehr lang. So, kurz Bäume pflanzen. Das heißt, vom Haus ein bisschen weiter weg. Das heißt, Möglichkeit. Ja, unten wäre hier am besten, würde ich meinen. Ja, trinken tun wir jetzt nichts. Pflanzen mal ein paar Bäume. Ein paar Exoten, sag mal so. Und ein paar Dinger hier. Kastanien. Deswegen Exoten, die wachsen im Norden. Wir brauchen den Holz, ne? Dann nicht allzu weit laufen wollten wir ja auch nicht wegen Holz. Ständig, also mit welchen Pflanzen. Nach Möglichkeit nicht vor der Haustür. Im Sichtbereich, wo ich die Gäste dann erwarte. So.
heißt, wo sie das Licht ausknipsen kann. Und wenn sie sich durch Bäume anschleichen können, ist es also unsinnig. Jetzt viele Bäume hier. Kräuter und ein Tee. Bald dunkel und dann ist es schlecht. Wir werden noch ein bisschen Munition herstellen, und zwar für Maschinengewehr. Ich habe den Eindruck, das brauchen wir bald öfters. Schöne Eiche. Gutes Holz. Oh, bald sind sie dicht dran. Was los, wo geht die? Zahl der Bäume. 42. Komm, 10 Bäume noch. 9. Es ist dunkel. So, jetzt aber schnell zurück. Da. Ja, wo sind wir halt? Brücke. Ach da! Uiui! Da müsste Eisenbahn, Junge. Da muss Gas geben hier. Mal schnell einen Kaffee. Komm, da hat nichts mehr hier. 5 vor. 6 vor. Gut Gas. So, hier aufpassen. So, meine letzte Versicherung, die drei Dinge hier. Warte, ich setze das oben. So, jetzt soll ich das Gitter herstellen. Raus. 2 Stück. Und die hingepackt. Da oben. Die vielleicht aufwerten werden zu Eisen. Bitte. Um über die Runden zu kommen, ne? Du weißt.
Oh, siehst du, ich war fertig. So, mal gucken mal. Ja, fahren wir Geschoss jetzt mal da. Wir werden ja gleich was herstellen. So. Steine einschmelzen. Haben wir hier schönes noch? Einschmelzen? Ja, nicht so gut, das sind wir hier. Hier schon, ne? Nö, aber nicht. Batterie werden wir einschmeißen. Das heißt, Leben nehmen wir gleich dazu. Dann haben wir noch Sand, können wir Beton herstellen. Kohle haben wir gut. Wir müssen noch Erz fördern, ne? Also Erz, da wollen wir noch Federn. Und ein bisschen sortieren. Bohrer nehmen wir auch schon mal rein. Ziehen wir mal dazu. 8000 ist gut. Dann gehen wir da rüber, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir schon. Öl hatten wir auch irgendwo gehabt schon. Speer. Mal hinter Eisen. Also hol ich Dings dann für Schuss. Für den Fall der Fälle mal ein bisschen Munition für diesen Teil hier zum Herstellen. Das wird nicht verbrauchen. Okay, in die nächste Kiste rein. Federn. Schrott. Problem. So, dann machen wir mal Schrott rein. Später Stein ist ja für Zement. So, schauen wir nach dem zweiten Schmelzofen. Was brauchen wir da alles? Hier brauchen wir einen Ofen, brauchen wir Gebäude. Eine Schmiede brauchen wir Steine. Lehm, Leder. Großes Eisenrohr und Fegebahn. Das merke ich mir erstmal. So. Klebeband haben wir hier auch dazwischen gehabt, glaube ich. Auf jeden Fall nicht. Klebeband. Wenn Zombies kommen, muss ich das Licht ein bisschen besser einstellen. Sehe ich die ja nicht, das ist ungünstig. Großes Rohr. Leder. So, jetzt brauchen wir Klebeband. Wasser. Von unten wird hergestellt. Kleber haben wir immer so gehabt. Ich wollte Dings herstellen. Binde. Leber. Wir brauchen ein Anbau erstmal. So, dann brauchen wir Klebeband. Für die Schmiede 3 Stück. Wir machen jetzt 6 oder 7, 8 oder 10. Dann brauchen wir Steine. Gehen wir hier raus. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Rutscht. Das ist doch gar nicht.
in der Weltbank. Wenn ich da Schaufel herstellen könnte, eiserne Feueraxt, ja. Geht noch nicht. Aber das wissen noch nicht, so. Wir können besser graben, ne? Diese Mods. Das finde ich doch nicht mir, ne? Das ist doch gar nicht. Bei Gebäude normalerweise. Werkbank, Schlafsack. Da. Was fehlt da? Wir haben alles. So, da haben wir eine Schmiede. So, was brauchen wir noch? Eine zweite Werkbank glaube ich eher nicht. Aber ein zweiter Schmiede draußen. Also zwei im Prinzip. Bei 5. Nicht viel. So, dann müssten wir aber jetzt für uns separat einen Raum bauen, wo wir sagen könnten, jetzt können wir hier separat alles aufstellen, ohne dass wir jetzt von außen gesehen werden. Das heißt, auf es ist dunkel. Dass wir da im Prinzip was haben. Brauchen Fackeln. Stoff haben wir. Brauchen Fett. Brauchen Tierfett. Tierfett, da haben wir Tierwand. Brauchen wir verkehrten Platz. So, Tierfett. Wasser, Tabletten. Mache ich deswegen, um hier den grauen Balken bis zum Fluss aufzu zum Fluss, dass wir im Prinzip wieder normale Heilung kriegen können. So, dann wollte ich mal gucken, Maschinengewehr. Reparieren wir gleich. Ach, da haben wir ein zweites. Da haben wir ein zweites, das ist sehr, sehr, sehr gut. Zurück. So. Wir müssen mal schauen. Tierfett. Tierfett. Dann werden wir Fackel herstellen. Und zwar hier. Das stellen wir noch nicht auf. Ich will erstmal drüben separaten Raum machen. Das heißt, das wäre jetzt ein bisschen verfrüht. So, Fackel nehmen wir aufstellen zuerst, wenn wir sehen. Ja, so wie schön, hell. Leider haben wir noch keine andere Möglichkeit. Was brauchen wir die Teile? Dann bauen wir uns eine. Kleine Wand. So eine Art Bastelzimmer, kann man sagen, so ähnlich. Im Idealfall hier in der Ecke. Da schauen wir auf, dass wir hier mal die Teile gesetzt kriegen. Die Wolke, das war die Schmiede, bauen wir zuerst auf. Pistole müssen wir lassen, das ist wichtig. So. So, haben wir schon mal Licht geschaffen hier.
Spiel Nummer 1. Nummer 2, 3. Werkbank theoretisch. So, wir hoffen mal, dass die Wand hält, ne? Nicht, dass wir unten zusammenstürzen. Das mache ich deswegen, damit das Licht nicht nach draußen scheint. Das können wir hier so vorziehen. Mal schauen. Da ist die Tür. Gehen wir da ein zurück. Noch ein. Noch ein. Und nein. Hier ist Tür. Gehen wir rein, eine gute Stube. Damit es draußen hat Licht nicht rausscheint. So hier jedenfalls. Also mehr. Unter uns sind. Wollen wir das gleich zumachen hier. Nicht ohne Absicht reinfallen ins Loch. So. Türsturz. So, Fackel. Machen wir trotzdem einen hier draußen hin. Ein bisschen Licht müssen wir immer haben, sonst kommen wir nicht klar. So. Dann haben wir hier drinnen eine Lampe. Lampe sage ich schon. Eine Fackel. Und hier. Hier muss es hell sein, hier wollen wir arbeiten. So, bauen noch eine Tür. Und zwar eine Eisentür. Sicher, sicher. Ihr wisst ja, überraschen lassen ist nicht so gut. Dann können wir uns mal hier. Das gute Gerät dient dazu, falls mal hier welche auftauchen, dass sie entsprechend empfangen werden. So, das wollte ich den Ofen noch entsprechend wegnehmen. So, das kann ich das wieder zurücklegen. Unsere Spezialziegel, Rohre, Steine, Klebeband, Verband lassen wir am Mann. Rohre den Raum da gleich. Klebe, Fett meine ich. Den Kleber dazu. Stoff. Wir brauchen eine Schaufel für draußen später. Kaffee. Wir haben Besuch. Weiß ja nicht wo. Von hier kann man nicht gut erschießen, wenn die weit weg sind, ne? Beziehungsweise nicht so dicht dran. Ne? Deswegen mache ich ja einen Ring vom Haus. Ey, das ist ein grüner Zombie. Den wir vom Dach erledigen. Dach. Hier. Und zwar gehen wir mal kurz unser Gepäck. Und Gäste. Die Kohle, die Tau, schauen wir mal oben, die brauchen wir nicht. Dann ist Zeit, dass wir endlich unsere
eine bessere Waffe finden, ne? Noch haben wir keine gute gefunden. Na, das ist die gute. Das ist aber so grün schimmert, das müsste ein Zombie sein. Ich kann mir noch täuschen, das ist auch grün. Ne, das ist kein Zombie. Das ist von unser Schutzdings da hier für. Man sah schon, dass hier keiner spawnen kann innerhalb des Gebäudes. Also hier müssen wir auch noch Geländer bauen, um sicher zu sein, dass wir nicht runterfallen. Aber einer am anderen. Hier oben ist ja fast der sicherste Platz. Also ich müsste mal sehen, dass wir hier das so gestalten, dass hier auch keiner hochkommt. So, dann nehmen wir die Werkbank auf. Nehmen wir zuerst. Will nicht. Ansehen. Den Büschel nehmen wir zuerst. Und leer machen. Kann man den hier aufnehmen? Mal schon. Vielleicht. Willst du nicht? Vielleicht. Kann sein, dass unten alles voll ist. Dann muss ich mal ganz kurz herausnehmen. Immer ganz kurz mal Maschinengewehr in die Hand nehmen. Gut. Macht uns die Sache ein bisschen leichter. So, jetzt nochmal leicht Munition herstellen. Wir haben, ich sag mal so, reichlich vorhanden. Nicht gerade, aber halt, doch, wir haben was da, ne? Munition. Ne, das ist schon mal eine schöne Anzahl an Munition. Ne? Das ist. Mit 250 Schuss, da kommen wir schon eine Weile hin. So, jetzt sind wir hier. Ich muss halt nicht aufnehmen. Genau das gleiche. Garantiert ist irgendwo jetzt ein Kniff. E benutzen, E drücken. So, noch wegräumen. Schon wieder gemacht. Die Tür brauchen wir. Drück immer auf R und dann hat alles bei mir. Will ich gar nicht, will ja das drin lassen. Ich nenne das mal nervösen Finger. So, Vitamine. Ne, der kommt da nicht rein. Der Glaskrug können wir reinlegen. Beton auch nicht, ist auch nicht. Das ist auch nicht. Toiletten, Verbandskasten, wenn man kurz Silbernackels kann man reinlegen.
Wasser auf. Da halten wir. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann sage ich nicht immer Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Ich sehe mal, was morgen weitergeht. Dann seid mal. Tschüss.